Die Frage ist jetzt, kommen wir mit Goat Simulator dieses Jahr dann hier in die Game Awards rein? Oder schaffen wir das auch nicht? Vor allem noch sehr viel wichtiger, was researchen wir? Aber wir müssen hier tatsächlich jetzt mal was Neues lernen. Irgendein neues Theme. Ich weiß noch nicht genau was. Also wir hätten momentan Action. Oder wir machen auch neues Genre. Aber Genre ist halt so unglaublich teuer, ey. Ich will halt eigentlich schon neues Genre. Researchen wir mal First-Person-Shooter. Das muss... Ich will einen niceen First-Person-Shooter hier machen. Da haben wir sogar ein Level abgekriegt sofort. So, dann müssen wir irgendein passendes Thema dazu nehmen. Was machen wir denn? Gibt es irgendwo Religion als Thema? Das bräuchte man nämlich für Doom. Es gibt es doch garantiert. Das kannst du mir nicht erzählen. Schade. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, aber was nehmen wir sonst, um Doom zu machen? Ist es nicht wenigstens irgendwie Hölle oder sowas? Also irgendwas muss es doch geben. Kannst mir nicht erzählen, dass es nichts gibt, was wir nehmen können für Doom. Nein, ich werde nicht Sci-Fi oder sowas nehmen. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Irgendwas muss es doch da geben. Irgendwas. Katastrophen. Vielleicht Weltuntergang. Es passt vielleicht noch am ehesten. Aber, ne, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist. Ja, von mir aus. Besser als gar nichts zu haben. So, ich müsste halt eigentlich auch nochmal meine Engine upgraden, ne? Engine ist halt so teuer zu upgraden. Boah, ich weiß halt nicht, ob wir uns das leisten können und wollen. Ach okay, das sind in den einzelnen Bereichen auch unterschiedlich. Hier zum Beispiel wäre es jetzt super teuer, was Neues zu finden. Hier aber wäre es sogar halbwegs machbar. Okay, gut zu wissen. So, hier ist eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen. Eine Level 1 Sache für eine Engine. Was ich halt noch nicht weiß, ob wir unsere Engine jetzt auch sofort upgraden. Weil wenn das teuer ist, dann glaube ich nicht, dass das momentan Sinn ergibt schon. Weil die Engine an sich zu entwickeln war ja schon sauteuer. Und wenn Upgraden auch nochmal so schlimm ist, dann weiß ich nicht, ob das irgendeiner Weise momentan Sinn ergeben würde. Aber egal, researchen wir, beziehungsweise was heißt researchen wir, trainieren wir nochmal ein bisschen. Das können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. So, ich hoffe, jetzt sind wir ein bisschen mehr auf einem Niveau, was Design-Tech angeht. Yep, das passt. Ich würde sagen, dann lernen wir noch mal ein bisschen was über Crits. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas hier ein Skill-Issue wird. Ah, schön. So, Moment, damit können wir auch gerade noch mal ein bisschen forschen. Ich hätte gesagt, hier im Bereich Engine, da hatten wir momentan relativ viele Sachen, wo Engine halt relativ wichtig war. Dort vielleicht noch mal ein bisschen Stuff beiholen. Dann trainieren wir noch mal eine Runde. 11% Crit-Chance. Da geht noch mehr.
Es gibt tatsächlich sogar nochmal neue Auftragsarbeit. Vielleicht machen wir das sogar. So, hier eine Runde Auftragsarbeit. Dann hätte ich gesagt, gucken wir, ob wir unsere Engine nochmal upgraden können. Und dann können wir uns ans nächste Spiel sofort ransetzen. So. Da haben wir ja basically momentan nur eine Sache, die wir machen können, weil das hier ist mit 50 Research Points ein bisschen out of our ballpark. Noch. So. Engine erstellen? Nein. Manage Engines. Engine Upgrade. Hauen wir das mal dazu. Das und das. Hallo? Warum kann ich gewisse Sachen nicht hinzufügen? Wenn ich das hier rausnehme und das hier rausnehme, könnte ich dann das auswählen. Oh, es gibt zwei Upgrade-Slots nur. Ah ne, vier Upgrade-Slots haben wir und wir haben aber mehr als... Oh, verdammt. Was ist denn das für ein Müll? Und Upgrade-Kosten sind halt jetzt auch nicht super niedrig. Ich weiß halt nicht, ob das dann überhaupt Sinn ergibt für uns, die Engine zu upgraden. Für 25.000, wenn wir halt genauso gut auch gleich einfach eine neue Engine machen können. Ich meine, sie hat ein bisschen Umsatz gemacht, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde dann sogar eher eine neue Engine machen. So, machen wir Motor Engine 2. Nehmen wir einfach alles mit rein. Ja, sie soll bitte das können. Das ist 250.000, das ist nicht wenig, aber wir können danach nochmal Auftragsarbeit machen ein bisschen. Gehen wir mal auf 15% hier. Fände ich schon angebracht. Wir haben eine Menge Features. Wir haben zwar noch gar nichts bei Audio, aber wir haben eine Menge Features, finde ich. Also wir haben uns das schon irgendwo so ein bisschen verdient. Ich glaube, wir werden übrigens für die diesjährige Game Award schon wieder nicht packen. Weil wir jetzt gleich halt dann wieder Geld reinkriegen müssen. Fürs nächste Spiel, aber ne, das wird schon. So, dafür haben wir wenigstens jetzt eine Engine, die auch irgendwas kann. Ich meine, wir sind klar natürlich immer noch nicht auf dem Niveau von den großen Engines, aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall schon mal genug haben, damit wir nicht komplett kacke sind. Die Goat Simulator ist näher dran gekommen, aus dem Minus raus zu sein, als Car Mechanic Simulator. Und das, obwohl Goat Simulator teurer war, also das ist auch schon mal schön zu hören. Das bedeutet, dass trotz der theoretisch schlechteren Bewertung das Spiel an sich wahrscheinlich halt besser war. Nur wir haben es ja teurer verkauft, deswegen ist es wahrscheinlich vergleichsweise schlechter bewertet worden. Aber dadurch, dass es eben teurer verkauft wurde, um 2 Dollar. Haben wir insgesamt mehr gemacht damit auch. Das gefällt mir. So. Ah, sehr schön, haben wir sogar noch ein Level-Up gerade gekriegt. So gefällt mir das. Vielleicht lernen wir dann gleich trotzdem noch irgendeine Kleinigkeit, die wir irgendwo anders gebrauchen können. Moment, wir können... Ja, erforschen wir das einfach mal. Das werden wir jetzt... Ja gut, wir könnten es halt auch noch in die Engine reinhauen, ne? Es würde schon gehen. Nope, nicht die Engine, sondern hier die Moto Engine 2 wollen wir upgraden. Die hat auch mehr Upgrade-Slots, okay. Aber machen wir das doch mal. Ach, das wurde sofort gemacht. Okay.
Gut, jetzt haben wir 160.000 nur noch. Ich war am Überlegen, ob wir noch irgendwas machen. Ich glaube, das wird aber eher schwierig. Moment. Ich würde tatsächlich eigentlich noch ganz gerne hier Marketing-Upgrades. Was ist das hier? Spielerweiterung. Das können wir auch machen, aber ich glaube momentan für die Sorte von Spielen, die wir machen, ist es eher noch nicht so sinnvoll. Ah, das können wir ganz knapp nicht machen. Lernen wir mal hier die drei Upgrades. Das ist doch schon mal etwas. Und dann hätte ich gesagt, neues Spiel. Doom. Weltuntergang. Action. Ah, nee, nicht Action. Was mache ich denn? Action. Wir haben doch FPS hier. Sehr schön. Ich würde sagen Teen. Nee, sure. Das ist definitiv eher ein PC-Game. Und die Epic Engine, wir haben auf jeden Fall aufgeholt. Wir sind von Engine Stufe 14 auf 21. Das ist durchaus ein nicht kleines Upgrade. Hoffen wir mal, dass wir damit gewappnet sind. Oh Gott, das ist sehr teuer. Das ist dann doch sehr teuer. Hoffen wir mal, dass wir wieder runden kommen damit. Also, erstmal, hier ist sehr, sehr wichtig Gameplay. Engine ist so Mittelmaß, Quests sind eher wichtiger. Wir haben hier 7 Tech-Punkte. Wollen wir auf jeden Fall ein gutes UI haben. Ein paar Zwischensequenzen und Speichern wäre praktisch. Ich weiß, ich hätte auch noch grundlegende Tutorials reinbringen können, aber das ist schon so okay, glaube ich. So, das hier passt auch insgesamt. Ja, da ja, ist schon okay. Ich glaube, das Spiel werden wir wahrscheinlich auch nochmal um eine Woche delayen müssen. Am Ende. Aber dann ist es halt so. Irgendwie schaffen wir diese Balance zwischen Design und Tech nicht so hundertprozentig hier. Aber solange wir nicht pleite gehen während der Entwicklung, ist das alles okay. Und solange Doom hoffentlich nochmal ein besseres Game wird. So, Level-Design ist sehr wichtig. KI scheinbar auch. Dialoge nicht so. So. Level-Design wollen wir auf jeden Fall was drin haben. Dialog können wir halt auch irgendwas reinnehmen. Wir können sogar alles mit reinnehmen, was wir hier haben. Also Marketing lassen wir einfach durchlaufen. Passt schon. Und dann hoffen wir jetzt, dass wir da ein bisschen abliefern. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt schon mehr Design und Hackpunkte als letztes Mal. Oder zumindest mehr als bei Stufe 2 letztes Mal. Da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht sogar insgesamt. Aber da bin ich mir jetzt nicht so tausendprozentig sicher. So, wir müssten mehr... Moment, wir sind aktuell hier. Wir müssten mehr Wert auf Tech legen. Leider ist hier World Design jetzt erstmal sehr wichtig, was nur 80% Design fokussiert ist. Dann ist hier Grafik, was... Okay, doch, Grafik ist sehr Tech fokussiert. Gut. Lautstärke. Das sollte auch nicht Lautstärke sein, das sollte insgesamt Audio sein. Laut nicht gleich gut. Würde ich mal behaupten. Ja, aber das hier passt sonst. Schauen wir mal, ob wir da auf ein Mittelding kommen, aber sieht eher nicht so aus. Wir brauchen so ein bisschen stärkeren Fokus auf Tech. Mehr, noch mehr. Ah, ja, nee, das wird nichts. Müssen noch mal eine Woche dranhängen. Dann ist zwar leider unser Hype wieder weg, aber wir müssen ziemlich sicher da halt noch mal eine Woche dranhängen. Ja. So, wir sollten nämlich noch mal knapp 10% mehr Tech haben. Ja, müssen wir leider verzögern wieder mal um eine Woche.
Oh, da können wir halt nicht wirklich viel machen. Machen wir mal so, Tech. Na, sehen wir mal. Eine Woche. Broski, tust du auch irgendwas? Ja, hopp, noch ein klein wenig, klein wenig, klein wenig, noch ein, zwei Dinger. Hopp, eins. Er hat nichts mehr gemacht. Aber egal. So. Müssen wir hoffen, dass wir hier. Doom, Baby! Fuck yeah! Da sollen sie uns mal nachmachen. 9,0. Ein Kauf wert. Dieses Spiel wird Stunden und Stunden und Stunden ihrer Zeit verschlingen. Und wir alle brauchen solche Spiele. Sie können sich einfach hinsetzen und von der Welt abschalten. Der Spieltisch sagt, dieses Spiel strotzt nur so vor Liebe und Leidenschaft. Es würde Ihnen schwer fallen, dieses Spiel nicht zu genießen. Unter dem Herz sagt, was für ein Vergnügen, dieses Spiel durchzuspielen. Und selbst Jesus sagt, Halleluja ist kein starkes Wort, um auszudrücken, wie viel Freude dieses Spiel bringt. Jawohl. Jesus läuft dann auch rum und tötet ein paar Dämonen. Das passt schon, würde ich sagen. So, sollen sie uns mal alle nachmachen hier. So, digitaler Spielvertrieb, Steam. Ich weiß jetzt schon, was wir hier bringen müssen. So, es gibt einen 5% Rabatt zum Anfang dieses Spiels. Dieses Spiel ist im Grunde Pflicht. Selbst Jesus ist der Meinung, dass selbst Jesus ist der Meinung, dass du hier rumrennen und ein paar Dämonen abknallen musst. Also tue es und zögere keine Sekunde länger. Perfekt. Da sollen sie uns alle mal nachmachen hier. 90% Hype. Das könnte tatsächlich, das könnte uns aus dem ziemlich harten Minus rausholen, wo wir uns eigentlich die ganze Zeit basically immer befinden. Es war aber auch deutlich teurer, also das muss man schon sagen. 137.000 und das letzte Spiel davor war 67.000. Also da haben wir schon unsere Entwicklungskosten verdoppelt. Aber es war es scheinbar wert. Es war es scheinbar wert. Ja. Bam! Bam! Doom einfach in die Spiel des Jahres. Fickt euch alle. Ganz wichtig. Game of the Year. Jetzt will ich aber sehen, also wenn da nicht jetzt gleich 100.000 auf unserem Konto sind, dann weiß ich auch nicht mehr. So, wir müssen ein bisschen trainieren jetzt. Ich hätte gesagt, Crits. Mehr Crits. Ja, es sind noch 50, aber es ist nicht schlecht. 50.000 haben und nicht haben, ich glaube, da nehmen wir die dann doch schon. Das ist schon okay. Und wir sind auch bei den Fans vor allem auf 10.000 hoch. Das dürfte vor allem ein ziemlich großer Unterschied für uns sein. Ja, trainieren wir noch eine Runde. Bis wir bei Crit bei 100% sind, würde ich sagen. Oh Leute, ich sehe jetzt auch hier, dass Skillswap hier steht erst. Sehr schön. So, hoffen wir mal, dass wir nächsten Monat auch nochmal so ein gutes Payout hier bekommen. Ich weiß, wir haben auch noch Auftragsarbeit hier liegen, aber natürlich wollen wir lieber mit unseren eigenen Spielen
Cash machen als hier mit Auftragsarbeit. Forschen wir mal gerade eine Runde. Ostereier, klar. Wir haben immer noch nichts bei Audio. Was ist denn da los? Ja, paar Ostereier. Das ist. Wie wäre es denn damit? Hauen wir die mal raus. Die guten alten Ostereier. Solange es uns ein paar Research Points bringt, ist alles okay. Okay, Steam hat eine 40.000 gemacht, aber unsere Engine auch 20.000. Also ist, glaube ich, schon fast die Engine, also jetzt nicht wirklich mehr wert, aber die Engine bringt uns schon gar nicht so schlecht Geld. Das war ja selbst mit der V1-Engine, Moment, wenn wir hier nochmal Manager Engines da reinschauen, selbst die V1-Engine hat uns einfach mal 56.000 gebracht schon. Die V2 jetzt 70.000. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir selbst da natürlich nicht reingerechnet sind, weil das keinen Sinn ergeben würde. Sprich, machen wir da selbst mit den Engines ziemlich viel externe Kohle. Ja, das ist eigentlich schon wichtig. Weil so können wir uns ein bisschen besser über Wasser halten. Es wäre natürlich noch nicer, und da sind wir bei weitem noch nicht, wenn die Engine auf dem Niveau wäre, dass wir im Grunde das Geld, um eine neue Engine zu entwickeln, aus den Gewinnen der letzten Engine halt bezahlen könnten. Und wie gesagt, da sind wir noch relativ weit von weg. Wie wir ja gesehen haben, also die letzte Engine hat ja 250.000 plus 25.000 oder so nochmal an Upgrade-Kosten gekostet. Und die neue hatten es jetzt halt 75.000 gebracht, circa. Das ist schon noch relativ weit weg voneinander. Aber hey, why not? Wir müssen aber auf jeden Fall die Kohle auch im Auge behalten. Wir hatten zwar jetzt auch nochmal gleich ein Engine-Upgrade machen, ich glaube keine komplett neue Engine, weil das wird zu teuer. Aber wir müssen auch gucken, dass wir halt Stuff da haben, um das nächste Spiel zu machen. Also mit Stuff meine ich natürlich Geld in dem Fall. Ich würde gern mehr trainieren, aber das kostet halt dann ja auch auf Dauer immer. So, forschen wir gerade noch eine Engine-Sache. Weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz wo. Vielleicht Gameplay irgendwas. Bei Grafik haben wir ja schon Stuff. Oder wir würden halt irgendwie hier Character-Entwicklung machen. AI, glaube ich, brauchen wir erstmal noch nicht. Weiß halt nicht, wo wir da mehr haben momentan. Ja, sagen wir einfach mal hier. Ich weiß, dass wir bei Stage 3 letztes Mal auf jeden Fall noch einen Punkt oder so offen hatten. Also können wir da schon noch irgendwas machen. Auch wenn es nicht in der aktuellen Engine landen wird. So, managen wir mal kurz unsere Engine. Upgraden. Hätten noch 3 freie Slots. Ich hätte gesagt, Day-Night-Cycle bringen wir mal rein. 25.000 sind die Upgrade-Kosten, also ist okay. Und als nächstes hätte ich gesagt, müssen wir nochmal hier ein bisschen Auftragsarbeit machen. Ich hätte gern schon nicht so weit weg von 200.000 auf dem Konto, wenn wir die Entwicklung beginnen. Vielleicht machen wir noch eine Trainingsrunde, bevor wir allerdings mit dem Spiel starten. Ja, die 200.000. Vielleicht wären auch nicht 250.000 schlecht. Weil die Kosten werden, glaube ich, schon nochmal hochgehen. Das glaube ich durchaus. So. Machen wir noch eine Runde Auftragsarbeit. Ja, sehr schön. So langsam gefällt mir der Kontostand hier. Wenn wir natürlich jetzt aber bedenken würden, dass wir eine neue Engine machen könnten, dann denke ich wieder so, ja, nee, also dafür ist es dann doch nicht so viel Geld. So, Training. Einmal ein bisschen Design und danach eine Runde Tech. Vielleicht sogar mehr als nur eine Runde.
Ich hätte halt so geschaut, dass wir schon, wie gesagt, so bei 250.000, 300.000 sollten wir schon nochmal sein, wenn wir mit dem nächsten Spiel starten. Aber bis dahin können wir schon ein bisschen lernen, weil ich glaube, das ist schon sinnvoll. So, wir können auch nochmal hier eine Sache forschen. Da, Charakterentwicklung. Ne, das tut ja nicht weh. Denn dann haben wir eben den Stuff, wenn wir nächstes Mal an der Engine arbeiten. Und müssen es nicht dann erst erforschen. So, dann müssten wir hier eine Runde Tech-Stuff lernen. Ich glaube, wir müssten sogar fast Level 8 sein. Oder, nee, fast Level 9? Na, wir sehen es gleich nochmal, wenn wir ins Lernmenü da reingehen. Ich will nämlich zu dem nächsten Level, also zu Level 10 kommen, weil dann schalten wir halt eine neue Art des Trainings wieder frei, die halt nochmal effizienter für uns ist. Oh lol. Was denn das jetzt für ein Zufall? Okay, es kostet halt aber auch 50.000, damit zu trainieren. Ich hätte gesagt, einmal machen wir das. Aber dann können wir es uns im Grunde nicht nochmal leisten. Aber dann wissen wir, nächstes Mal können wir dann effizienter lernen. Und ja, ich weiß, wir können uns theoretisch sogar nochmal ein Engine-Upgrade jetzt leisten, aber das machen wir nicht mit den Research Points. Denn das kostet ja auch Geld und Zeit wieder. Und dann sind wir wieder beim... sind wir wieder ein bisschen zu knapp bei Kasse, meiner Meinung nach. Ich würde gerne hier ein Marketing-Upgrade nochmal machen. Mindestens das hier, vielleicht aber auch das hier. Ja, momentan sind wir auf dieser Stufe. 1,5% Hype gewonnen. 2,5% Hype gewonnen wäre halt aber schon ein klitzekleines Upgrade, ne? Das hier geht leider nicht. Aber ich würde sagen, das soll es doch an der Stelle erstmal wieder von Game Dev Masters gewesen sein. Lasst mir natürlich gerne eure Meinung zum Spiel da. Wenn ihr mehr sehen wollt, wäre das auf jeden Fall nice, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet oder ein Like da lasst. Sonst natürlich auch ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns natürlich demnächst. Bis dann und ciao.